Die Kunst der Medizin besteht darin, den Kranken so lange bei Stimmung zu halten, bis die Natur die Krankheit geheilt hat. Was macht einen guten Arzt aus und bezeugt ein Dokument aus jahrelangem Studium über die Kompetenz eines Arztes? Rat, Pastor Kommissar, meine Freunde, und herzlich willkommen zur 29. Episode von Raw 270. Wir alle kennen die Situation. Wir waren alle mal krank, hatten Schnupfen, Schmerzen oder sonstige Leiden und haben uns in ein Zimmer gesetzt mit anderen Patienten und gewartet, bis wir an die Reihe gekommen sind. Hoffnungsvoll wurden wir aufgerufen, sodass wir unsere Leiden einem speziellen Fachmann anvertrauen können. Dieser erstellt dann schnell eine Diagnose und verschreibt dann eventuell auf einem Blatt Papier Medikamente und schraubt das Rezept aus, sodass wir einfach in die Apotheke gehen können und uns diese Medikamente holen können. Sodass dann der nächste Patient dann rasch an die Reihe kommt. Abgestempelt wie ein Rohstoff in einem Wareneingang und eine Nummer in einem Datenbanksystem. Aber die Therapie beginnt, die Medikamente werden eingenommen, bis das nächste Leiden nicht lange auf sich warten lässt und wir uns wieder im Raum des Arztes befinden und sich das Rad wieder von neuem dreht. Aber macht das einen guten Arzt aus? Jemand, der sich als Heilkundler im Dienst der Gesundheit versteht? Für mich sollte ein Arzt neben medizinischen Kompetenzen natürlich auch psychologische und soziale Kompetenzen mit aufweisen. Ein Freund und Begleiter sollte er sein, der mich dabei unterstützt, wieder auf den Pfad der Genesung zu gelangen. Jemand, der sich die Zeit nimmt, sich meine Sorgen und Ängste aufnimmt und einfach bewusst zuhört, nachdenkt und die richtigen Worte für mich findet. Mir einfach ein warmes Gefühl vermitteln, sodass ich wieder Wohlbefinden habe und mit voller Zuversicht diese Krankheit auch gemeinsam überwinden kann. Schließlich ist die menschliche Gesundheit ein ganz einheitliches System und neben den körperlichen Beschwerden ist natürlich auch die seelischen Baustellen zu berücksichtigen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich noch als Kind diverse Infektionen hatte, zum Beispiel eine Mittelohrentzündung, und da hat sich meine Mutter einfach fürsorglich um mich gesorgt. Sie hat zum Beispiel warmen Tee aufgesetzt und mich an meinem Kopf gestreichelt und mir Sicherheit verschafft, während mein Kopf auf ihrem Schoß gelegen ist. Das hat mir Wohlbefinden, Sicherheit und Schutz vermittelt und natürlich zu meiner Genesung weiter beigetragen. Und ehrlich gesagt, egal, ob wir jetzt der Muskelprotz im Fitnessstudio sind oder die ganz normalen Alltagsleute, jeder möchte einfach mal Liebe und Schutz erfahren, wenn es ihm einmal nicht so gut geht. Viele Wege führen nach Rom und es können sehr viele verschiedene Empfehlungen und Ratschläge gegeben werden, aber dogmatische Durchsetzungen sind fehl am Platz. Jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Schließlich ist jede Weltanschauung einfach ein Glaubenssystem. Aber wichtig dabei ist, wenn ich Empfehlungen und Ratschläge gebe, dass die auch wirklich gelebt werden und dass man auch dahinter steht. Stichwort Chemotherapie. Könnt ihr mal euren Arzt fragen, wenn ihr jemanden kennt, ob jemand, der Krebs hat, ob sein Arzt auch diese Chemotherapie machen würde. Nur so nebenbei. Wenn jetzt zum Beispiel zu mir jemand kommen würde und fragt, hey, wie kann ich denn meine Gesundheit verbessern? Dann könnte ich ihm empfehlen, bau doch einfach deine eigenen Süßgräser an. Weizen, Gersten, Kamutgras zum Beispiel. Oder kauf dir qualitativ hochwertige Graspulver, um einfach den nötigen Chlorophyllgehalt aufweisen zu können und deine Körper mit den entsprechenden Entgiftungsmaßnahmen zu unterstützen. Ich kann ihm diesen Ratschlag geben. Ich kann auch noch einen Schritt weiter gehen und sagen, hey, ich helfe dir dabei, wie du dein eigenes Gras anbauen kannst, anstatt diese Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. Gehen wir in den Baumarkt, ich helfe dir, die entsprechenden Schalen auszusuchen, ich helfe dir, die entsprechende Erde auszusuchen und ich gebe dir einfach Tipps und Tricks und Vorgehensweisen, wie du das Gras dann keimen lässt, aussehen lässt, dann wie du es bewässerst, gießt, aussehst und dann im Nachhinein für einen Smoothie oder für einen Saft verwendet. Und das
führt doch einfach dazu, dass sich dann mein Gegenüber doch freut, dass ihm geholfen wird, dass ihm unterstützt wird und das nicht umfangreich und dass ich dann auch in die Praxis umgehen kann und ihm nochmal die Angst und Unsicherheit nehme, irgendetwas falsch zu machen. In diesem Sinne, spasiba za prosmotrit und wir sehen uns in der nächsten Episode von Raw 270. Bis dahin, ciao!